Früher gab es einen Tag auf YouTube, 5 unter 5. Und das habe ich vor kurzem zu DM-Produkten gemacht. Verlinke ich dir hier, falls du das Video noch nicht gesehen hast. Und einfacher war es aber jetzt bei Rossmann. Und genau genommen hätte ich ein 10 unter 5 machen können. Und jetzt fordere ich dich auf, mir unten in die Kommentare deine 5 Produkte unter 5 reinzupacken. Es muss nicht Skincare sein, es muss halt von Rossmann sein. Pack mir die gerne mal unten rein. Vielleicht sind meine Produkte dabei, weil ich hätte locker 10 da jetzt hinstellen können. Und jetzt habe ich halt Produkte ausgewählt, die so ein bisschen für mich sprechen, die auch in meinen Favoritenvideos schon öfters vorgekommen sind. Und ich würde einfach sagen, let's go! Und zwar mit dem Isana Toner. Das ist inzwischen mein 4. Klingt nach nicht viel, denn ich probiere halt auch viele Produkte aus. Und momentan ist es eher so ein, nicht so ein regelmäßiger Begleiter, weil ich halt Produkte eben auch leer mache. Aber nichtsdestotrotz, ich komme mit dem Produkt wirklich sehr gut zurecht. Ich habe mir den auch schon auf die Kopfhaut gepackt, da funktioniert der auch recht gut. Und der ist halt einfach im Standardsortiment. Wie immer weiß ich nicht, was er auswendig kostet. Ich werde sie einfach einblenden. Übrigens, wenn ich Videos über die Produkte bereits irgendwann irgendwo schon gemacht habe, dann werde ich die dir auf jeden Fall mal verlinken. Wir haben ja exakt 5 Plätze unter dem i. Und weiter geht's bei mir mit der Körpermilch mit 10% Urea. Und mir ist diese 10%ige wichtig, weil die ist richtig schön zäh. Und dieses Zäh lieb ich. Ich weiß, das mag nicht jeder. Es gibt so Menschen, die eben eher so leichte Lotions mögen. Ich mag dieses Zäh, denn ich kann die auch tatsächlich zum Hände einschmieren verwenden. Das ist richtig gut und da pflegt die auch richtig gut, weil wie gesagt, die hat halt auch Urea. Und das ist halt ein super guter Inhaltsstoff und mit der komme ich echt zurecht und die dürfen sie einfach nicht aus dem Sortiment nehmen. Also es sah schon mal so aus, die gab es mal eine ganze Weile nicht, aber jetzt ist sie wieder da, Gott sei Dank. Ein Produkt, was sich im Namen so ein bisschen verändert hat, Intensiv Serum Age Performance. Irgendwas haben sie verändert jetzt. Auch das Outfit ist anders, also das Drumherum ist nicht mehr pink, sondern es ist mal wieder silber. Ich glaube, das war es auch schon mal. Und das Outfit ist ein bisschen anders, aber das Innen ist noch genau das gleiche. Weil bei solchen Aktionen muss man immer ein bisschen aufpassen, weil das nehmen manchmal Hersteller her und ändern auch die Formulierung oder machen irgendwas anders. Aber es ist immer noch das gleiche und das wird seit jeher gekauft von mir und ich vertrage das halt auf der Kopfhaut echt gut. Ich reibe mir das auf die Fingerspitzen und reibe mir das dann in der Kopfhaut ein. Klar, da ist Glycerin drin, das macht die Haare so ein bisschen, aber das kriegst du rucki zucki raus. Und ja, ich vertrage es halt auf der Kopfhaut. Wenn du Serien auf der Kopfhaut anwenden möchtest, musst du halt gucken, dass du was verwendest, was nicht nachfärbt. Und mit dem komme ich echt gut zurecht. Das Waschstück. Ich konnte mich nie so richtig mit dem Waschstück von DM anfreunden. Ich kaufe das immer wieder zwischendrin, weil ich bin ehrlich, das von DM ist günstiger als das. Die sind ein bisschen teurer geworden. Die haben halt ewig, Inflation geht auch an solchen Dingen nicht vorbei. Die haben halt ewig 99 Cent gekostet. Und jetzt kostet es halt tatsächlich gesehen 1,39. Das hat schon 40 Cent nach oben gegangen. Naja. Aber nichtsdestotrotz mag ich es immer noch und wenn ich bei Rossmann bestelle, ich habe ja keinen vor Ort, ich bestelle meistens immer, dann kommt auch ein Waschstück mit dazu. Ich bestelle halt jetzt nicht mehr so viele wie früher, das ist reicht für eine Ewigkeit, sondern ich bestelle mir 1, 2 und dann der Rest wird halt mit Produkten von DM aufgefüllt. Aber dem bin ich schon echt lange treu und das verwende ich halt immer zum Duschen. Ich kenne sogar Leute, die das zum Haarewaschen verwenden. Hat bei mir, glaube ich, nicht funktioniert. Ich habe es mal ausprobiert. Sanozon hat richtig gute Sachen bei Rossmann, aber Sanozon hat bei mir so ein bisschen, gerade bei den Gesichtsprodukten, ein bisschen so die Wirkung, das blättert bei mir von der Haut ab. Oder, also das schuppt sich. Das nicht so direkt, sondern gerade wenn du dir irgendwie einen Haaransatz reinbekommst, das sieht aus, als würdest du Schuppen haben. Mir gefällt das halt überhaupt nicht. Und wenn du halt so über die Haut drüber gehst, dann ist das halt auch meh.
Und ich habe immer die hellblaue gehabt und dachte, boah, die wäre voll super für meine Haut. Aber ich habe dann immer wieder diesen Effekt gehabt. Das hat die gelbe nicht. Ich dachte ganz lange, die gelbe geht aus dem Sortiment und wird durch die hellblaue ersetzt. Offensichtlich nicht. Die ist auch ein bisschen günstiger. Die kostet unter 5 Euro. Und der bin ich jetzt auch schon. Päckchen habe ich leer gemacht. Dritte Päckchen. Da kann ich echt nichts sagen. Weil die ist halt echt auch ein No-Brainer. Und 50 Milliliter, man kann sich ja ungefähr ausrechnen bei 1 Gramm, was man sich aufs Gesicht aufschmieren muss. Das hebt schon ein ganzes Stück. Was sind deine 5 Produkte? Schreib mir die gerne unten in die Kommentare. Also denk daran, das muss jetzt keine Skincare sein, das kann alles andere auch sein. Vielleicht hast du ein Lieblingsspülmittel oder was auch immer. Muss halt von Rossmann sein, muss unter 5 Euro kosten. Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Vielleicht ist ja der ein oder andere Tipp dabei. Bei sowas ist es echt immer wichtig. Also schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Ich sag danke fürs Einschalten. Schön, dass du wieder dabei warst. Du kannst gerne dir auch mal das Video über DM angucken. Ich sag danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.